gebeten haben. Heiße ich natürlich offiziell willkommen und würde erstmal in die Runde fragen. Wir hatten das letzte Mal gesagt, dass jeder mal die Anleitungen, wenn ihr in der Session Teil 1 noch nicht durchgekommen seid, bis dahin durchklickt. Vielleicht, dass jeder kurz berichtet, ob ihr was gemacht habt, was ihr gemacht habt, wo ihr steht und ob es vielleicht Fragen gibt, die wir am Anfang klären können. Also ich habe noch nichts gemacht. Ich habe noch nichts gemacht. Okay, das war Florian. Ja, genau. Wo warst du gestanden nach der letzten Session? Hast du mitgeklickt oder hast du zugehört? Nee, ich habe letztes Mal zugehört und war geflasht. Okay, alles klar. Genau. Okay. Und ich wollte mir dann mal den zweiten Teil nochmal angucken und dann muss ich mir mal die Muße mich hinsetzen in Ruhe und das mal durchklicken. Okay. Dann habe ich den Benedikt auf der Liste. Ja, Benedikt hier, genau. Also ich habe ja letztes Mal alles versucht mitzuklicken und öffne jetzt auch gerade meine hier schon installierte GitHub und wie hieß das andere Tool noch? Was hat man noch? GitHub? Den Editor. Ach, den Typora. Typora, genau. Ja. Und zwischenzeitlich war ich mir keiner Hausaufgabe bewusst. Ja, nee, ich hatte nur gesagt, quasi wer letztes Mal abgehängt war oder so, dass man aufsetzen da, wo ich das letzte Mal war. Und wenn jemand was noch nicht gemacht hat, hätte man das jetzt in Ruhe sozusagen nachmachen können. Aber das kann man natürlich auch noch im Nachgang. Ich schlage gerade mal meinen Windows-Rechner hoch. Ich habe ganz vergessen, dass wir ja da schon mal irgendwo angefangen hatten. Ich bin gleich draußen wieder drin. Das ist schon ein Weilchen her. Wo warst du nach dem letzten Mal? Ich hatte es auch versucht mitzuklicken. Also ich hatte auch den, ich glaube, das letzte, was wir gemacht hatten, war den Editor runterladen. Ja, okay. Dann der Michael. Ja, ich habe auch so wie Flo eher ein bisschen mitgeschaut und nicht aktiv geklickt. Habe jetzt aber gerade mal GitHub geöffnet und werde heute mal mitklicken. Okay, dann der Fabian. Also letztes Mal habe ich auch versucht, die ganzen Sachen zu installieren. Habe jetzt auch über Doxify, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, versucht, aus den Markdown-Dateien eine Seite zu erstellen, dass es eben dann auch über GitHub-Page dann auch dargestellt werden kann. Und ja, das hat überraschenderweise gut funktioniert. Doxify, okay, kann ich noch nicht. Wie heißt das Tool? Also es ist so ein Framework, Doxify heißt es. Und damit lassen sich dann eben diese Markdown-Dateien als eine Seite. Okay. Ich wollte nur den Namen nochmal. Kannte ich schon. Hadi, dich habe ich gleich als Nächsten. Genau. Typora habe ich ja schon lang. Ich habe ausnahmsweise mal Theoriearbeit gemacht und bin inspiriert über deine Ausführungen in diese ganze Forking und Commit-Sachen da eingestiegen. Das war sehr wertvoll für mich, aber tatsächlich habe ich immer noch keinen Account. Bin aber parallel jetzt sowieso hier unterwegs bei GitHub for Kids mit dem Martin Jahr, wo womöglich ja sogar ein Learners Guide entstehen wird. Da setze ich auch große Hoffnung drauf. Ich auch. Dann haben wir den Moritz. Ja, also ich bin auf jeden Fall, habt ihr interessiert gefolgt beim letzten Mal, habt mir ein paar Notizen gemacht, jetzt parallel in der Session nicht die Sachen mit Unterlagen gemacht. Ich hatte jetzt heute Morgen nochmal mich angemeldet bei GitHub und habe diesen Hello World Lernpfad sozusagen nicht vollständig, aber bis Punkt 4 hatte ihn jetzt schon mal durchgeklickt, sodass ich jetzt zumindest schon mal das eine Projekt schon mal angelegt habe und schon mal einmal geforkt habe. Okay, sehr gut. Das erste Mal forken. Genau, und Stefan hatte schon, du hast das schon erzählt. Okay, so, dann würde ich mal meinen Desktop hier unten teilen. Ich habe da, das kennt ihr wahrscheinlich, ich packe es trotzdem mal in den Chat. Moment, da kommt noch ein Stefan Bohr mit rein. Achso, Simon, eine Frage habe ich mal allgemeiner Art. Ja, klar. Ich erlebe häufig, dass ich bei Teams eingeladen werde. Ich warten muss, bis ich zugelassen werde, aber wenn ich erstmal drin bin, regelmäßig Anfragen aus dem Wartebereich kommen, die bei mir angezeigt werden. Ist es bei Ihnen so, dass man das jeder zulassen kann? Weil ich hätte gedacht, das ist eigentlich nur für den Besprechungsadministrator ein relevanter Punkt. Ja, das heißt, wenn du die Teilnehmer dürfen das, also wenn du Participant-Recht hast, darfst du Leute aus dem Wartebereich durchlassen. Und dann hängt es quasi von den Einstellungen dessen, der einlädt, ab, ob du bei dem quasi nur Gast bist oder ob du Participant bist. Okay, und du? Meistens ist man Participant. Okay.
Okay, also ich poste mal zwei Links, nur damit ihr die habt, falls ihr sie braucht. Zum einen mal zu Connect und zum anderen mal das Co-Pad, wo wir die Anleitung drin haben. Also das war ja die Session vom letzten Mal, ne? Da hatte ich das so ein bisschen dokumentiert hinterher mit dem Teil 2 und die Aufzeichnung rein und die Infos zum Follow-up. Wir waren ja hier auf dieser Co-Pad-Seite, wo die ganze Anleitung drin ist. Da hatte ich jetzt gerade auch mal geguckt, jetzt sind die Links im Chat. Ich hatte da unten ja so eine Sektion angelegt, wo ihr jetzt auch zwischen Teil 1 und Teil 2 hättet Fragen reinschreiben sollen. Ich gehe jetzt mal davon aus, nachdem da nichts steht. Können wir im Prinzip einfach weitermachen, oder? Hat noch jemand was? Sinnvoll. Sehr gut. Genau, also wir waren ja quasi, den Schritt haben wir gemacht. Markdown bearbeiten, Typora hatten wir. Na, ich zeige euch das nochmal auf meinem Rechner. Also wir hatten ja hier dieses Repository. Nicht das, das war das Template, sondern das Repository LernOS4U geforkt. Ne? Das sieht man immer hier oben, das war ein Cognion/LernOS4U. Ich hatte das geforkt, sodass das dann quasi in einem Simon Dückert/LernOS4U landet. Forken einfach deswegen, dass wir jetzt nicht auf dem Originalleitfaden Änderungen machen, sondern das ist so wie, ich kopiere mir einen Ordner rüber. Dann hatten wir uns das GitHub Desktop installiert. Das ist quasi, kann man sich vorstellen, wie den Dropbox-Client, der synchronisiert, sieht man jetzt hier oben, aus meinem Repository LernOS4U die ganzen Inhalte hier auf meinen Rechner, sodass ich unter Dokumente, GitHub, LernOS4U sozusagen die Inhalte, die es auf GitHub gibt, quasi 1:1 auch hier habe. Ne, da ist einfach die Idee, wenn ich im Zug sitze oder schlechtes Internet habe oder warum auch immer, ich lokal damit arbeiten möchte, weil es schneller ist, ne, habe ich die ganzen Inhalte bei mir vor Ort. Und wenn ich dann sage, okay, jetzt habe ich was Größeres geändert, jetzt will ich das zurückspielen, das ist in der GitHub-Sprache der Commit. Also das heißt, da committe ich dann, sage ich zum Beispiel, ich habe das Vorwort des Leitfadens geändert, committe das auf GitHub und pushe es dann wieder auf GitHub und dann sind sozusagen die ganzen Quellen dort. Also ich habe einen manuellen Schritt, da wo jetzt ein OneDrive-Client oder Dropbox-Client das für euch automatisch macht. Simon, ich hatte das letzte Mal auch schon geforkt und ich habe jetzt pull 10 commits from the origin remote. Das heißt nur, du hast es inzwischen aktualisiert und wenn ich das jetzt pulle, wird mein Fork auch aktualisiert, oder? Genau, also am Montagvormittag ist ja die Version 1.7 vom LernOS4U Leitfaden rausgekommen. Ein Fork weiß immer, von was er geforkt wurde. Das heißt, wenn das jetzt jemand für sich geforkt hat, dann könntest du dir jetzt anschauen, ist in dem LernOS4U 1.7 was drin, was mich interessiert. Und dann könntest du quasi das pullen und dann bekommst du es. Wenn du sagst, 1.6 hat mir besser gefallen, dann bleibst du auf 1.6. Genau. Aber cool, dann scheint es ja zu funktionieren. Genau. Und umgekehrt ist auch so, wenn jemand was geforkt hat und ändert was am Fork und sagt, das wäre jetzt spannend für den ursprünglichen Ersteller oder hier habe ich einen Rechtschreibfehler gefunden, dann kann man den Rückwärtsweg gehen, das sind sogenannte Pull-Requests. Ja, dann könnte jetzt der Michael sagen, hier habe ich ein Typo ausgebessert, Pull-Request. Und dann würde ich mir das anschauen, würde sagen, ah klasse, wieder ein Rechtschreibfehler weniger. Und das geht dann sozusagen ins Ausgangsrepository zurück. Genau. So, also dann Ja. Bei mir existiert unter dieser PC-Dokumente kein GitHub-Ordner. Und ich finde auch keinen GitHub-Ordner. Hat er den nicht bei der Installation automatisch? Also er müsste unter Schnellzugriff Dokumente, das ist ja normal. Da ist aber nur eingeblendet, sonst ist er unter dieser PCC Benutzer, dein Benutzername, Dokumente und dann GitHub. Also das ist der lange Weg zu dem, was hier oben der Schnellzugriff ist. Nee, finde ich nicht, aber gut, es kann sein, vielleicht habe ich mit einem anderen User irgendwie. Ja, dann könntest du hier wo kann man das sehen? Edit Options vielleicht. Wo sehe ich denn hier, wo der das lokal hinmacht? Neue Version, das will ich nicht. Repository. Genau, du kannst im GitHub Desktop, wenn du auf Repository gehst. Ja. Und dann auf Show in Explorer, dann müsste eigentlich ein Explorer aufmachen an der Stelle, wo er es hinsynchronisiert hat. Ist bei mir alles grau, wahrscheinlich habe ich noch nicht fertig eingerichtet. Ha. Okay. Genau, also ja. Dann wäre der Weg, dass du dich im GitHub Desktop einmal anmeldest
mit den GitHub-Zugangsdaten und dann bei Repository, File, Clone Repository. Und dann kriegst du hier quasi alle Repositories angezeigt, die du auf GitHub hast. Und dann suchst du dir eins aus und dann kopierst du es rüber. Okay. Danke. Genau. Ich würde ganz kurz, ich habe hier ein bisschen was ins Notepad geschrieben. Ich weiß nicht, wie viel und wie ihr mit Windows arbeitet. Also ich habe mal reingeschrieben, GUI versus CLI. Hat jemand eine Idee, was das bedeutet? Wenn alle sagen, ich könnte sofort erklären, dann können wir den Schritt überspringen. Der Hardy nickt. Erklären Sie mal. Command Line Interpreter, wer auf der Kommandozeile zu Hause ist oder lieber im Graphical User Interface herumklickt. Sehr schön. Genau, das sind die zwei Abkürzungen. Also das eine sind eher die Fenster- und Mausklicker, also Word aufmachen, reinschreiben, speichern, zumachen. Ja, und weiß gar nicht, seit wann es diese Graphical User Interfaces mit den Windows gibt. Wahrscheinlich irgendwas in 90er oder späte 80er Jahre. Ne, vorher so Unix und die ganzen Betriebssysteme. Dort war man eigentlich immer auf der Kommandozeile unterwegs. Und eigentlich jedes moderne Betriebssystem hat beide Varianten. Also ich kann Windows auf der Kommandozeile bedienen und ich kann Windows als Windows, ne, als Fenster, als grafisch bedienen. Das gleiche ist auf dem Mac. Da gibt es das Terminal, da habe ich eine Kommandozeile, weil unter dem macOS auch Unix letztendlich liegt. Und das gleiche ist dann natürlich auch bei Linux der Fall, ne, wo auch unten drunter quasi eine Kommandozeile liegt. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen wichtig zu verstehen, was wir jetzt gleich als nächsten Schritt machen. Na, deswegen zeige ich euch mal, wie man auf so eine Kommandozeile kommt, wenn ihr zum Beispiel einfach die Windows-Taste klickt und dann CMD eingebt und auf Return drückt, dann müsste sowas kommen, erstmal wie Eingabeaufforderung und dann geht hier so ein Fenster auf. Das ist sozusagen die Kommandozeile von Windows. Weiß gar nicht, ob die irgendwie einen Namen hat. Eingabeaufforderung heißt sie. Na, das heißt, hier sehe ich jetzt im Prinzip das Gleiche, wie ich hier sehe. Ich kann die zweimal nebeneinander legen. Ich mache mal hier sozusagen hier links den Explorer. Na, und da könnte ich jetzt mal gehen auf dieser PC Laufwerk C. Das ist meine Festplatte Benutzer. Da sieht man schon Lokalisierung. Also er zeigt es mir im Graphical User Interface Deutsch an, während es im Dateisystem eigentlich Englisch ist. Ne? Hier steht Users. Wenn ich hier draufklicke, finde ich Simon Dückert. Ja, und jetzt sehe ich hier, was es hier alles für Objekte gibt, für Ordner. Ja, und wenn ich hier jetzt in die Kommandozeile gebe und gebe den Befehl dir ein, wie Directory, dann zeigt er mir sozusagen an, was er hier alles für Ordner hat. Also diese dirs hier, das sind Ordner. Und wenn kein dir da steht, ist es eine Datei. Ja, da sehe ich jetzt hier git config zum Beispiel oder hier unten Zotero oder Videos. Ja, das heißt, das ist einfach ein anderer Weg, auf die Inhalte auf meinem Rechner zuzugreifen. Na, da gibt es einen ganzen Haufen Befehle, also dir dann, wenn ich hier zum Beispiel sagen würde, make dir LernOS, na, das make dir steht für Verzeichnis erstellen, lege ich das hier an, na, und dann sieht man hier, taucht es eben auch hier auf. Na, wenn ich das hier lösche im Datei-Explorer, ist es weg. Wenn ich hier links wieder ein dir mache, ist das LernOS ja auch weg. Na, also das ist komplett transparent, das ist einfach ein anderer Weg, auf die Inhalte auf dem Rechner zuzugreifen. Ist das so grob, reicht das als Erklärung? Also für das, was wir mit LernOS machen, reicht das. Wer will, kann sich da ein bisschen tiefer reinfuchsen, aber das brauchen wir eigentlich nicht. Okay, passt. Genau, jetzt springen wir wieder in das GitHub-Verzeichnis. Na, wenn wir hier jetzt in den deutschsprachigen Leitfaden gehen, dann liegt hier oben eine Datei, die heißt make. Und man sieht hinten dran nicht, was das für eine Datei ist, also für eine Dateiendung. Sind wir ganz blöd. Mit welchem Tastenkürzel legst du die zwei Screens nebeneinander? Du nimmst die einfach oben am Fenster, dass du sie hin und her ziehen kannst, und dann ziehst du sie rechts gegen den Bildschirmrand, dann geht die auf die Hälfte und du kannst auswählen, was in der anderen Hälfte ist. Okay, super, danke. Alternativ kannst du auch mit Windows und der Cursor-Taste, also Windows, und wenn du dann das Feld auf die rechte Seite haben willst, kannst du Windows und Cursor-Taste nach rechts, damit geht das auch. Okay, ja, sehr schön. Hast du was gelernt? Windows, rechts. Genau, da kannst du das so mit. Ja. Und da kannst du das auch so weiter in verschiedene Ansichten weiterschieben, auch dann noch weiter nach. Und die Windows-Workhacks, habe ich schon was für den nächsten Newsletter. Hey, cool. Das geht auch zwischen den verschiedenen Monitoren durch, dann, wenn man weiter nach rechts klickt und links.
Genau. Ich mache jetzt mal, wahrscheinlich, weiß ich nicht, wenn so Unix-Haudegen da sind, die würden mich jetzt schimpfen, aber ich mache es mal so ganz einfach erklärt. In der Welt, wenn man Software programmiert oder wenn man auf so Dateien auf einem Rechner schaut, kann man prinzipiell mal unterscheiden zwischen ausführbaren Dateien, also Programmen, ne, wo ich irgendwas starte, und Dateien, die nur Daten enthalten. Also im einfachsten Fall sowas wie eine .txt-Datei, da steht halt Text drin, oder eine .docx-Datei, das ist halt ein Word-Dokument. Ne, während eine .exe-Datei auf Windows eine ausführbare Datei ist. Also ihr werdet irgendwo so eine Art, kann ich mal schauen, ob ich das hier zeigen kann. Dateispeicherort. Ah ja, nee, kriege ich jetzt hier nicht. Das ist auch wieder nur ein Link. Aber das müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Windows tut standardmäßig die Dateiendungen ausblenden. Das heißt, bei dem Make hier hinten sehe ich jetzt gar nicht, was das für eine Datei ist. Das kann ich aber über Ansicht, Optionen, Ansicht, und dann gibt es hier so einen Eintrag Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden. Den mache ich mal weg. Und jetzt sehe ich hier, das ist eine sogenannte .bat-Datei. Das sind in Windows sogenannte Batch-Dateien. Da ist einfach die Idee die, dass ich die gleichen Befehle, die ich auf die Kommandozeile, also hier, ich mache es nochmal parallel, hier auf die Kommandozeile schreibe, in so eine Batch-Datei reinschreibe, und wenn ich auf der doppelklicke, werden einfach alle Befehle, die in der Datei stehen, nacheinander ausgeführt. Also ich könnte jetzt da Ordner anlegen, ne? Das nutzt man zum Beispiel, wenn man immer die gleichen Projektverzeichnisstrukturen haben will, kann ich da so eine Batch-Datei mehr machen, die das ausführt. Und wir verwenden das halt, um jetzt in LernOS quasi die ganzen Leitfadenversionen zu erstellen. Ich mache das jetzt mal, ich doppelklicke da einfach mal drauf. Das landet hier auf einem anderen Bildschirm. Und jetzt sieht man hier, Starting LernOS Guide Generation. Steht hier oben Deleting Old Versions. Also das Erste, was er macht, schauen wir auch gleich, wie der Befehl heißt, ist, er tut die alten Versionen des Leitfadens löschen lokal. Dann versucht er, die Word-Version zu erzeugen, die HTML-Version zu erzeugen, Web-Version zu erzeugen, PDF, E-Book und so weiter. Und man sieht da, weiß nicht, kann man das lesen? Schau mal, ob es ein bisschen größer ist. Kann man das. Und man sieht halt überall Befehl nicht gefunden, Befehl nicht gefunden, Befehl nicht gefunden. Und wenn ich jetzt hier sozusagen mal reinschaue, hier ist auch überhaupt keine neue Version erzeugt. Also hier liegt keine PDF-Datei oder es liegt keine Word-Datei. Und das liegt daran, dass quasi die Programme, die wir brauchen, um die Versionen zu erzeugen, bei mir jetzt auf dem Rechner noch nicht installiert sind, weil da haben wir das letzte Mal abgebrochen. Da waren wir noch nicht. Bevor wir die jetzt installieren und ihr dann alle eure Fragen parallel stellen könnt, zeige ich euch mal, wie man jetzt hier in so eine Datei guckt. Also man kann hier einfach rechte Maustaste öffnen. Moment, ich schau mal, ob ich da den normalen Editor habe. Wir arbeiten einfach, oder? Okay, das ist der Druck, wirklich nicht. Stopp. Sehr guter Dings. So, bearbeiten, genau. Genau, also so sieht es aus, ist einfach eine Textdatei. Das sind hier vorne, ist ein Steuerbefehl, das Echo Off sagt einfach, schreib nicht alles hin, was in der Datei drin steht. Wenn ich das weglassen würde, würden einfach, wenn ich die Batch-Datei aufrufe, alle Befehle nochmal dastehen. Das Echo heißt einfach, gibt dann trotzdem einen Text aus, also da schreibt er dann hin, Starting LernOS Guide Generation. Und dann gibt es hier dieses REM, das steht für Remark, glaube ich, also Bemerkung. Das ist quasi einfach ein Kommentar und kein Befehl. Das ist so eine Art Dokumentation, dass wenn jemand, der jetzt diese Batch-Datei liest, was da drin passiert. Also zum Beispiel Required Software steht hier oben. Schau in das Core Repository, das beschrieben, was du brauchst. Oder es werden Variablen gesetzt, wie die Dateinamen heißen, dass ich die nicht ständig neu schreiben muss. Da sieht man jetzt zum Beispiel auch das, was gerade passiert ist. REM, delete old versions, Echo, deleting old versions. Also da gibt er aus, lösche jetzt alle alten Versionen. Und dann ist hier der Kommandozeilenbefehl del für delete. Dann nimmt er mit dem Prozent quasi die Variable von hier oben. Also da sage ich halt einmal, dass die Datei heißt learnnotes4uguide.de. Und er löscht quasi diese Datei mit Endung docx, mit Endung epub, mit Endung mobi, mit Endung html. Und so weiter, dass sicher alle alten Files weg sind. Das mache ich deswegen, weil wenn irgendwas unten schief geht,
schaue ich vielleicht mit Einblick in den Ordner und sehe, da ist ein PDF und denke, alles hat geklappt, aber es ist noch das alte PDF. Ne? Und so sehe ich eben, alles ist weg. Es hat einen Fehler gegeben. Ne? Das haben wir jetzt ausgeführt. Dabei hat es dann die Dateien auch gelöscht. Und das würde ich jetzt auch in dem GitHub Desktop sehen. Ne? GitHub Desktop zeigt mir an, als ich das letzte Mal synchronisiert habe, gab es hier DocX, EPUB und so weiter. Und jetzt sind die weg, deswegen das rote Minus. Na, daran könnte ich das jetzt eben in GitHub auch erkennen. So, genau. Und jetzt springe ich mal hier auf das Pad, weil hier ist jetzt eigentlich die Liste der Programme drin, die man braucht. Na, Dreh- und Angelpunkt eigentlich für alles, was wir an Formatkonvertierung machen mit den Lernneues Guides, ist Pandoc. Pandoc ist so ein Textformat-Konvertierer, der wahnsinnig viele Formate unterstützt. Also von denen nutzen wir nur einen ganz kleinen Bruchteil. Wenn ihr dann mal auf die Webseite schaut, dann haben die so eine irre Grafik. Da stehen hier links alle Ausgangsformate, also alles, was sie als Input verwenden können. Das ist so klein, dass man das alles gar nicht lesen kann oder auch nicht muss. Rechts alle Ausgangsformate. Ne? Also ich kann quasi mit Pandoc von einem Format ins andere konvertieren. Bei uns ist quasi das Relevante eigentlich immer hier, ne, von Markdown. Also hier ist quasi ein so ein Bubble ist Markdown und hier drüben ist dann zum Beispiel HTML5 oder DocX oder PDF beispielsweise. Ne, also das ist so eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Was Pandoc nicht kann, ist aus Markdown direkt PDF zu konvertieren. Ich weiß nicht, wer vielleicht früher mal so wissenschaftliche Arbeiten geschrieben hat mit vielen Formeln. Die hat man in Tech geschrieben, später LaTeX. Also da ist man schon so ein bisschen gewohnt, irgendwie Seiten zu programmieren. Das heißt, für die PDF-Generierung braucht man quasi eine Tech-Variante. Das MicTeX ist ein Tech für Windows. Und GhostScript ist quasi der Helfer, der dann Tech in PDF übersetzt. Falls ihr schon Leute kennt, die euch Horror-Stories zu Tech erzählt haben, könnt ihr euch auch viele erzählen, kann ich euch beruhigen, weil man von dem Tech eigentlich gar nicht viel braucht. Man muss das nur einmal installieren, aussteuern tut es komplett das Pandoc. Na, und die zwei Schritte würde ich jetzt mal gehen. Also, dass wir das Pandoc haben und das Tech haben. Ihr könnt es jetzt dann parallel entweder mitklicken oder auch, wenn ihr Fragen habt, die stellen. Und soweit ich das Multitasking-mäßig hinbekomme, würde ich die auch beantworten. Pandoc-Seite, da gibt es irgendwo Installing. Download Latest Installer for Windows. Den speichere ich mal. Und dann holen wir uns das MicTeX. Downloads. Falls es jemand, also ich habe zum Test ganz am Anfang mal tatsächlich durchgetestet, diese ganze Produktionskette auch auf Linux und Mac zum Laufen zu bringen. Und das hat auf allen geklappt. Das habe ich auch noch dokumentiert irgendwo, was man da braucht. Also falls das jemand mal im Mac machen will, einfach rühren, dann versuche ich mal da die OneNote-Seite rauszukramen. Also jetzt einfach die drei Pandoc, MicTeX, GhostScript mal aufgemacht. Dann dort findet man in der Regel immer irgendwo den Install-Knopf, Downloads, GhostScript. Muss man mal gucken. Normalerweise, also bei mir ist jetzt, weiß nicht, ob jemand noch auf Windows 32-Bit ist. Normalerweise sind es immer die Windows 10 74-Bit-Varianten. So, also jetzt habe ich die hier alle runtergeladen. Schauen wir mal den Download-Ordner, da müssten die liegen. Machen wir mal die alten Sachen vom letzten Mal weg. Das sieht jetzt nicht so verwirrend aus. Genau, jetzt installiere ich mal als erstes Pandoc. Da kommt jetzt hier der Installations-Wizard. Mache ich mal für alle Nutzer, für alle Fälle. Das ist zum Beispiel jetzt so ein Haken, den wir aktuell haben, weil viele gerade so Anwender aus Firmenkontexte keine Software auf ihren Rechnern installieren dürfen. Ne? Das ist einer der Gründe, warum wir versuchen wollen, dass wir die Produktionskette auch in so einen Docker-Container in die Cloud bekommen, ne, dass ich das auch komplett ohne lokale Installation quasi hinbekomme. So, also Pandoc ist installiert. Jetzt können wir mal, Moment, mal probieren. Ich gehe jetzt mal hier in den
Leitfadenordner. Ich doppelklicke einfach nochmal auf der Make-Bud. So, jetzt sieht man hier, ne? Er erstellt eine Word-Version, eine HTML-Version, eine Web-Version. Und wir haben die hier auch liegen. Ne? Hier gibt es eine DocX, eine EPUB, eine HTML. Ne? Weil Pandoc kann die Formate quasi generieren, ohne GoScript oder Miktex zu haben. Ne? Bei der Generierung jetzt von PDF, dort kriege ich Fehlermeldungen, ne? Weil das kann er eben noch nicht. So, also sind wir schon mal einen Schritt weiter. Dann gehe ich wieder in meinen Download-Ordner. Wo habe ich den? Downloads. Kann ich mal das Pandoc, ich lasse mal liegen, vielleicht brauchen wir es nochmal. Machen wir das gleiche mit Miktex. Hat jemand schon mal irgendwie arbeiten, was ich, Studien, Diplomarbeit, irgendwas oder Paper mit Tech geschrieben? Benedikt, du? Lang. Du bist gemutet. Der Harry sagt einfach ganz lang her. Benedikt, du bist gemutet noch. Jetzt, also ich habe mit LaTeX glaube nur die Diplomarbeit geschrieben, aber das war eigentlich eine super Erfahrung, weil ich eine Vorlage gekriegt habe, in der die Formatierung alles schon so im Header drin stand. Ja. Und ich dann nur noch ganz wenig Befehle eigentlich verstehen musste und das sah super top aus. Ne? Also ich habe meine Studien- und Diplomarbeit auch in Tech geschrieben. Das, wo ich wahnsinnig geworden bin, war Bilder. Weil der irgendwie an vielen Stellen völlig unverständlich Bilder auf andere Seiten geschoben hat und man das überhaupt nicht durchdrungen hat, warum. Also das war der einzige Punkt, wo ich echt Schwierigkeiten hatte. Nee, war nichts dergleichen. Aber ich habe mich auch echt nicht viel beschäftigt, weil da in so einer Header-Datei alles drin stand. Und ja, da musste ich nur immer irgendwie Befehl, wie bei HTML, jetzt Bild einfügen und so. Na ja, okay. Gute Erfahrung also. Und du, Hardy, was hast du mitgeschrieben? Irgendwo seinerzeit in früheren Berufsjahren sogar etliche Dokumente damit erstellt. Und dann haben wir Framemaker genommen. Ja, okay. Was die professionelle Variante ist. Auch, und ja, dann gibt es auch noch keine Probleme mit Bildern mehr. Ja. Ja, der wollte mich auch immer vom Framemaker überzeugen. Da hatte ich noch keinen Mac und deswegen war das, glaube ich, weiß nicht, ob es denn schon auf Windows gab oder nicht. Ich habe das Pandoc jetzt installiert, er hat mir aber gesagt, ich müsste nochmal in der Command-Zeile nochmal was eingeben. Das habe ich aber weggeklickt, weil ich kann Pandoc jetzt nicht öffnen. Kannst du, wenn du, Moment, müsstest eigentlich, warte mal, wenn du quasi einmal so Kommandozeile aufmachst und gibst hier Pandoc ein, dann dürfte keine Fehlermeldung kommen, wenn es richtig installiert war. Das kann ich da, warte mal, help. Wie geht denn das hier? Wie kriegt man hier einen Help auf diesem Windows? Minus E, das nicht. So. Genau, mit Pandoc minus V müsste anzeigen, welche Version du hast. Also das ist ein Zeichen dafür, dass Pandoc installiert ist, richtig. Nee, macht er nicht. Shit. Oder mach die Installation nochmal. Also wenn ich versuche, das nochmal zu installieren, ich habe dasselbe Problem, dann kann ich jetzt nur remove und dann halt alles nochmal. Aber wie, und du hast hier quasi in dem, wenn du hier Pandoc-V eingibst, was kommt dann? Wenn ich nur, mit minus V habe ich es noch nicht probiert. Ja, dann sagt er mir Pandoc 2.10.1. Ja, okay. Dann hast du alles, was du brauchst. Weiß ich nicht, was das mit der Kommandozeile noch war. Wenn ich nur Pandoc eingebe, dann startet das nicht. Ja, es müsste, der geht dann in so einen Interpreter-Modus. Das heißt, das ist bei mir auch so, ne? Wenn ich nur Pandoc eingebe, dann wartet er hier auf weitere Eingaben. Ja. Und ich könnte ihn auf der Kommandozeile jetzt steuern. Das weiß ich aber nicht, wie das geht. Also wenn hier der Cursor in die neue Zeile rutscht, dann ist es richtig. Wenn das falsch wäre, also ich gebe mal hier ein Pandoc 2, ne, dann würde er sagen, ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden. Ne, dann wäre Pandoc nicht da. Aber jetzt im Prinzip hast du jetzt das, was du brauchst. Genau.
Ja, nur ich krieg's halt irgendwie nicht gestartet, weil du sagst. Ja, du kannst es nicht starten. Es gibt keinen, da gibt es kein grafisches Nutzerinterface. Ach so, okay. Ah, okay. Genau. Wir starten also das nachher, also das können wir mal hier, ich mach mal diese Make.bat auf. Okay, dann habe ich es kapiert, Simon, danke. Das wird Pandoc aufgerufen, um Word zu erzeugen. Gibt es so ein paar Daten noch, aber der Kern ist quasi, schnappe dir quasi die Pandoc-Datei, die Markdown-Datei und mach daraus eine Word-Datei. Das ist, was Pandoc nachher für uns leistet. Das können wir theoretisch auf der Befehlszeile eingeben, aber das willst du natürlich nicht jedes Mal, wenn du am Leitfaden was geändert hast, mit der Hand eingeben. Ne? Deshalb hast du die Batch-Datei. Genau, so genau. So, also bei mir ist jetzt der Miktech auch installiert, ein bisschen länger gebraucht. Jetzt mache ich noch das Go-Skript. Und falls da schon jemand durch ist, gibt es dann auch noch, also im Prinzip könnte man damit schon so PDFs erzeugen. Standardmäßig sieht das, wenn man das mit Pandoc macht, immer so ein bisschen aus wie so wissenschaftliche Paper, also mit so einer Serifenschrift und so weiter. Na, das heißt, wir haben noch so eine Vorlage eingebaut von einem User, der heißt Wandmalfarbe, der hat quasi diesen Style gemacht mit den Deckblättern und so weiter und der Schrift und wie der Header aussieht. Das zeige ich euch aber auch gleich noch. So, jetzt probieren wir mal, was passiert, wenn ich die Mac-Datei wieder aufrufe. Ich gehe hier wieder in den Deutschen rein, hole euch das. Er macht Word, er macht HTML. Genau. Er sagt PDF-Version, creating PDF-Version, could not find data file, templates, Lernus LaTeX. Das ist quasi genau diese Vorlage von dem User Wandmalfarbe. Deswegen springe ich hier zurück. Na, also wir sind hier jetzt Schritt 1 einmal gemacht, Schritt 2 einmal gemacht. Schritt 3 jetzt hier in dem Etherpad ist das Pandoc-Template. Das heißt, das lade ich mir mal runter. Accept. Das ist diese eine Datei hier, die heißt eisvogel.tech. Ich habe euch mal den direkten Link in den Chat. Müsst ihr da nicht suchen. So, da gehe ich dann hier auf Raw. Dann zeigt er die Datei einfach an. Also so sieht so ein Tech-Template aus. Da will man auch nicht reinfassen. Also da könnte ich auch nicht viel dran ändern, weil ich, wie gesagt, schon ewig kein Tech mehr verwendet habe. Ich gehe jetzt einfach erstmal her und sage Seite speichern unter und packe die gleich unter lernus.latex, speichere ich die mal ab. Das landet standardmäßig im Downloads-Ordner. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir die hin tun müssen. GitHub. Und ich glaube, ich habe das in dem LernOS Template Repository schon dokumentiert. Muss ich nämlich auch immer nachgucken. Ich packe es dann gleich in das Etherpad mit rein. Grundlagen. Dann schauen wir mal hier Wandmalfarbe. Und GitHub Desktop Material. Angst, das ist nicht. Ja, da steht es nicht. Da müssen wir es irgendwie bei ihm auf der Seite. Da steht es bestimmt als Anleitung drauf. Springen wir da zurück. So, also hier hat er dokumentiert. Ne? Hier erkennt er dann auch, das ist jetzt schon die nächste Version. Da kommt es so mit diesen Farben. Kann man überlegen, ob wir das auch übernehmen wollen. Genau, und hier steht drin, wo man quasi dieses eisvogel.tech-Template hinlegen muss. Und unter Windows ist das C, Username, App Data, Roaming, also noch ein bisschen größer. Hier, das ist quasi der Pfad. Den kopiere ich mal und packe euch den mal hier rein, also unter Windows in, zack, kopieren. Lasse ich mal offen und dann schauen wir mal hier, mache ich das parallel, dann haben wir das hier im Blick, ne, wo es hin muss.
Also ich gehe hier in die Downloads, da liegt jetzt dieses LernOS.LaTeX. War das auch die Fehlermeldung? Ah, da ist das OS groß geschrieben. Also sagen wir hier OS noch groß, wobei normalerweise auf Windows ist es nicht groß-kleinschrift-sensitiv. Also kopiere ich den mal. So, jetzt kommt was. Windows versucht immer Sachen, wo man Dinge kaputt machen kann oder die einen verwirren können, vor allem zu verstecken. Das heißt, wenn ich jetzt hier in den Weg gehe, ne, also ich bin jetzt in C-User Simon Dückert, na, und jetzt könnte ich hier irgendwie sagen, oh, AppData gibt es bei mir nicht, muss ich anlegen. AppData ist aber genauso ein versteckter Ordner. Das heißt, wenn ich hier oben sage, Adresse bearbeiten, sage hier / AppData, AppData, lande ich auf einmal in dem Unterverzeichnis, obwohl es vorher so aussah, dass es nicht da ist. Ne? Es ist da, was ist versteckt. Also AppData, Roaming, Pandoc gibt es hier bei mir noch nicht, weil ich es logischerweise ja noch nicht installiert hatte vorher. Also mache ich rechte Maustaste, Neuordner, Pandoc. Das ist übrigens als Hinweis nur mit diesen versteckten Ordnern, das, was du, wie du es gemacht hast, ist der elegantere Weg. Man kann sich alternativ auch die versteckten Ordner anzeigen lassen über Anzeige oder Ansicht. Okay. Ne? Ja. Also das ist aber so ein bisschen versteckter. Das ist immer nervig, das ein- und auszuschalten. Ja, okay. Mhm. Genau, aber deswegen, so ist es einfacher, so wie du es gemacht hast. Das heißt, das ist ähnlich wie die Endungen. Zeigt er die dann alle an und immer. Genau. Ja, okay. Ja, da musst du sein unter Ansicht, Ordneroptionen und so weiter. Das ist ein bisschen versteckt, findet man dann auch. Aber wenn du das irgendwie ein- und ausschalten willst, ist es Wenn man es im Template-Repository dokumentieren, kann man es als die zwei Wege dann reinschreiben. Ja. Der Tipp. Genau, also da habe ich jetzt, machen wir wieder groß, ne? Man sieht hier Simon Dückert, AppData Roaming, Pandoc Templates, da habe ich jetzt dieses LernOS.LaTeX reingeschmissen. Und wenn alles gut geht, Dokumente, GitHub, LernOS for You, jetzt führen wir die mal neu aus. Web, HTML, Creating PDF Version, man sieht schon, er braucht ein bisschen länger, es kommt keine Fehlermeldung, also da scheint was zu funktionieren. Simon, den MikTeX hast du schon vorher installiert gehabt? Nee. Brauchst du nicht, oder was? Nee, ich habe den jetzt gerade, als wir geredet haben. Ich habe MikTeX, GoScript und... Achso, okay, das ging mir zu schnell. Okay, bei mir braucht er nämlich ganz schön lange. Ja. Das ist auch so eine Sache, je nachdem, wenn man selber kauft oder auch so Firmen, die geben den Mitarbeitern meist so recht schwachbrüstige Office-PCs, die A, arschlangsam sind und B, keinen Speicher haben. Während ich, wenn ich mir selber Rechner kaufe, eigentlich immer eher so die Unten-Rechts-Philosophie habe. Also ich kaufe so das, was zum aktuellen Zeitpunkt das Stärkste ist, was es gibt, weil man sonst an so Stellen halt keinen Spaß hat, da wartet man einfach lang, ne? Auch mit Video-Rendering und so. Aber das ist ein starker Rechner hier. Das passt schon und ist auch schon fertig. Okay, wissen, dann hast du richtig gekauft. Und nimm mal dann die Option Benutzer oder Admin bei MikTeX? Also ich hab's für alle Nutzer installiert, da muss man dann immer einmal für Admin klicken. Wenn man es nur für sich selber installiert, dann braucht man das nicht. Okay. Genau, jetzt beim ersten Start fehlen dem LaTeX ein paar Pakete. Also LaTeX ist so sehr modular, da kann man dann, was weiß ich, für DIN A4 Seiten oder Deutsch oder so, braucht es eigene Pakete. Das heißt, beim ersten Ausführen kriegt man ein paar Mal die Frage gestellt, Pakete nachzuinstallieren. Die klickt man einfach alle mit Ja durch. Weiß nicht, das sind so zwei oder drei Mal. Und danach ist das aber installiert, danach brauchen wir es nicht mehr. Jetzt schauen wir mal. Genau, da kommt noch mal eine. Ich weiß gar nicht, was ihr seht dann, wenn ich auf Install klicke, kommt immer dieser Admin-Kasten. Das ist bei mir im Moment der Bildschirm blank, dass ihr bitte einfach mal den Bildschirm noch seht. Also das war der zweite. Da kommt der dritte, jetzt sind es vier, weiß ich nicht. Können wir mal gucken, parallel schon mal, was wir dann noch brauchen. Schauen wir mal hier rein. Sag mal nochmal zu dem Wandmalfarbe hier, Pandoc Templates. Ja. Das ist was zum Installieren. Ich habe den Pfad gefolgt und dann kann ich ja was runterladen, eine ZIP-Datei und aber jetzt keine Installationsdatei. Und
Nee, das ist nur eine Textdatei. Ich habe der letzte Eintrag im Chat ist der direkte Link zu dieser Datei eisvogel.txt. Und du brauchst aus dem Ganzen nur diese eine Datei. Wenn du dir die ZIP-Datei runterlädst, ist das das ganze Repository. Genau. Du brauchst aber nur die Datei eisvogel.txt und die musst du umbenennen in lern-großes-os.latex. Okay. Warte mal, also bei mir im Download war das die Datei, ne? Als ich die hatte, hieß die so eisvogel.txt. Ja. Genau. Ups, da ist schon wieder. Okay, sind doch ein paar mehr, als ich dachte. Und ich gehe nochmal im Download hier, eisvogel.txt und die muss man halt umbenennen. So, Moment, was macht der hier? Der installiert noch fleißig. Genau, ich wollte gerade nochmal rüberschauen auf unsere Anleitung, solange der noch tut. Wir haben hier noch einen Schritt für die Webversion. Der, weiß nicht, ob jemand schon mal so E-Books generiert hat oder so. Also E-Books, Pandoc kann zwar das EPUB-Format erzeugen, aber für Amazon Kindle ist das sogenannte MOBI-Format besser. Ne? Das heißt, da kommt hier unten nochmal mit Calibre eine Software, die das MOBI-Format eben auch kann. Wenn man jetzt kein E-Book macht, könnte man sich das sparen. Und es kommt hier oben Python und MKDocs. MKDocs ist so ein Dokumentations... ich weiß gar nicht, wie man diese Programme nennt. Also die nimmt quasi auch das Markdown als Ausgangsbasis und macht eine schicke Webseite draus. Ne, und das MK-Docs mal zeigen, da sieht man auch viel Anleitungen im Internet, die irgendwie so grob so aussehen. Ne? Also ich kriege halt links eine Navigation und dann hier den Inhalt und kriege eine Suchmaschine. Und die erkenne ich meist daran, dass hier oben so ein GitHub-Link ist, wo ich dann direkt zu dem GitHub-Verzeichnis komme. Ne, und wir verwenden dieses MK-Docs, um die Webversionen draus zu machen. Ich glaube, der hat das vorhin gesagt. Florian, wer hat schon gespielt mit irgendeinem Tool, was aus Pandoc? Fabian. Fabian war genau. Das. Also Docsify ist genau das gleiche im Grunde. Genau. Und das machst du auch über Kommandozeile oder das ist ein Tool, was auch über Kommandozeile. Auch Kommandozeile, okay. Also ich würde mal, solange der hier noch tut, den einen Schritt schon mal weitergehen. Für das MK-Docs braucht man Python als Voraussetzung. Python ist eine Interpreter-Programmiersprache. Also mit Python kann man eigentlich viel, viel mehr machen. Ich weiß nicht, wer schon mal so ein bisschen ins Coding eingestiegen ist oder so KI-Tutorials gemacht hat. Das basiert eigentlich alles auf Python. Und MKDocs verwendet einfach Python unten drunter. Das heißt, da komme ich nicht drum rum, mir quasi auch ein Python zu installieren. Das heißt, gleiches Spiel hier. Download Python 3.9 für Windows. Speichern und dann kann man hier mal schauen bei MKDocs Installation. Na, da steht hier Installation, also MKDocs wird installiert mit dem Paketmanager von Python. Na, und da ist hier unten quasi die PIP heißt der, PIP quasi. Das heißt, wenn man MKDocs installieren will, braucht man Python als Voraussetzung. Hier ist erklärt, wie das geht. Ja, und hier unten steht dann einfach, wie ich mit dem Befehl dann pip install mkdocs quasi mkdocs installieren kann. So, das waren jetzt mindestens schon 10 Mal, wo mich dieser GoScript hier genervt hat. Ich mache jetzt mal hier die ganzen Fenster zu, damit es nicht zu verwirrend ist. Also, Python Installer ist runtergeladen, den haben wir jetzt auch hier. Das heißt, das lasse ich jetzt mal im Hintergrund gleich mitlaufen. Hier kommt wieder der GoScript. Install Python, install now, Launcher für alle Users. Ja, das passt. Muss ich wieder als Admin bestätigen. So, der geht ein bisschen schneller als der Tech. Das ist gut. Hat jemand diesen GoScript auch schon laufen parallel und hat mitgezählt, wie oft man da Pakete nachinstallieren muss. So, mal gucken, ob da bei dem Pop-up vielleicht dabei steht, für alle ja. Dann sparen wir uns die Pop-ups.
Hat jemand schon mal in Python was programmiert? Also wenn ihr irgendwie Kids habt oder so und die ein bisschen an Coding ranführen wollt, so mit Raspberry Pi oder so Geschichten, da ist Python eigentlich die Einstiegsdroge. Und hat sich auch tatsächlich in den letzten Jahren also eine der Hauptprogrammiersprachen für KI entwickelt. Also die wichtigsten KI-Bibliotheken gibt es auf Python. Das kannst du vielleicht unten wegklicken. Ja, ich wollte gerade sagen, ich dachte immer, der Haken sitzt, aber der Haken sollte nicht sitzen. Genau. Okay, also unser Python hier ist in den letzten Zügen. Und unsere PDF-Version erzeugt noch. Ich bin guter Dinge, dass wir das in 12 Minuten schaffen. Setup was successful. Also Python ist da. Das heißt, ich mache jetzt mal eine zweite Kommandozeile auf. So, die holen wir uns hier unten rein. Na, da kann man jetzt sagen, Python, was ist das? Stand auch hier auf der Seite. Ne? Da könnt ihr mal gucken hier oben. Wenn es danach macht, Python --version, also sage ich mal --version, --version, AMV, geht alles nicht, sehr schön. Aber Python ist da, ich kriege zumindest keine Fehlermeldung, das ist ja schon mal was. Komisch, warum geht es nicht? --version. Okay. Eventuell Python 3 versuchen. Als, 3. Nee, da geht bei mir der Windows Store auf. Könnte es sein, dass der die nicht in den Pfad reingenommen hat, dass der die nicht findet? Weil den Pip findet er nämlich auch nicht. Wenn ich hier sage Pip, sagt er, ist falsch geschrieben. Genau, da kann man hier mal schauen. Machen wir hier die Datei Explorer zu, die ich offen habe. So, dann schauen wir mal bei dieser PCC-Programme. Da ist kein Python oder Programme x86. Das sind jetzt zwei Orte, wo quasi Programme landen. In beiden ist kein Python drin bei mir. Warum ist das so? Interessant. Oder hier was ins Startmenü. Hier steht was von Python App. Dateispeicherort öffnen. Windows Startmenü. Er packt es ins Startmenü. So, und da sagt er C-User. Aha, er hat es doch lokal installiert. Warum? Okay, der hat es mir doch lokal installiert. Wahrscheinlich habe ich mich dafür geklickt. Schauen wir mal. Okay, da ist Python. Ich würde es aber, ich mache es einfach einmal nochmal neu, weil eigentlich möchte ich das nicht für mich noch haben. Machen wir einmal nochmal weg. Das hat ja zum Glück nicht so lange gedauert, da war ein Schluck Kaffee drin. Sorry, ich habe noch mal Frage zu diesem Eisvogel-Datei. Ja. Also erstmal der Ordner Pandoc ist bei mir nicht unter Roaming, sondern unter Local. Nee, den Ordner Pandoc musst du selber anlegen an der Stelle. Also den, warte mal, den hier, den Ordner, den gibt es nicht. Du kommst bis Roaming. Genau. Dann musst du Pandoc und Templates anlegen. Ach so. Und wie soll dann die Datei heißen? Lernos.tech? Genau, ich kann es hier lernos.latech. Latech. Das sind so die kleinen Sachen, wo ein Buchstabe dazu führen kann, dass irgendwas klappt oder nicht klappt und man verzweifelt 3 Stunden sucht, woran es liegt. Genau. Ja. Also ich habe es in das Copad, also in das Etherpad reingeschrieben. Okay, danke. So, also uninstall successful, das heißt unser Python ist wieder weg und dann machen wir es wieder hin. Customize installation, machen wir mal die Sachen aus, die wir nicht brauchen. Test Suite brauchen wir eigentlich nicht. Install for all users, aha.
Das wird sein. Dann sieht man hier, ne, landet es in Program Files Python 3.9. Das habe ich vorhin falsch gemacht. Ich rausschneiden aus dem Video, um mein Scheitern zu vertuschen. Ach was, das gehört dazu, ist alles live. Das ist echtes Leben. Live und ohne doppelten Boden. Das ist läuft auch schon viel schneller. Dokumentation ist mehr als das eigentliche Programm. So. Genau. Ich gucke mal, ob ich noch ein paar Sachen runterladen kann. MK-Docs braucht man nicht, Material braucht man nicht, das Kalibre braucht man dann. Und auch das Image Magic. Also das sind zwei Programme. Wie gesagt, Kalibre braucht man für die E-Book-Generierung. Das ist eigentlich ein E-Book-Manager für Windows. Image Magic ist so ein Bildmanipulationstool. Das verwenden wir eigentlich nur dafür, um aus der PDF-Version das Cover rauszuholen, zu resizen und im E-Book dann als Deckblatt einzufügen. Also eigentlich so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Wer auf Unix unterwegs ist, hat das meist eh installiert schon. Da ist das standardmäßig installiert. Moment, wo sehe ich Windows? Sehe ich nicht, ist der schon fertig. Version Magic. Solaris, wer hat den Solaris? Mac OS. Ah ja, okay, hier werden die Windows-User wieder gedisst, indem sie ganz unten hin müssen. Windows Binary Release Installer. Ja, das ist immer von so Business-Software nicht gewohnt. Ne? Die sind meist immer das Windows ganz vorne. Und bei Entwicklern von solchen Tools, wenn sie Windows überhaupt aufführen, dann ist es eher ganz unten. Dynamic. Okay, so, was macht unser Python? Das tut noch. Mal schauen, ob der Kalibre schon da ist. Handlung. Magic. Lädt er noch runter? Ach ne, den haben wir noch gar nicht gestartet. Ach. Kann er nicht download for Windows? Okay. Ah, Python ist fertig. Gut. Also jetzt können wir da weitermachen, wo wir eigentlich waren. Mal wieder Eingabeaufforderung. Ich hole die mal hier runter. Was macht die? Die Sachen. So, da ist er. Also jetzt geben wir nochmal ein. Python-Version-V. Halt. Wäre auch nicht besser, oder? Pip. Okay, also das sieht komischerweise noch nicht besser aus. Dann schauen wir mal diese PC. C Programme. Hier ist Python. Hier ist eigentlich unser Python. So, dann kann man nochmal gucken. Der Befehl Path zeigt einem an, in welchen Ordnern auf dem Rechner Windows nach ausführbaren Dateien sucht. Und in der Regel ist dann der Fehler, man sieht hier Miktex wurde da dazugefügt zum Beispiel, sieht mir so aus, als ob Python da nicht dazugefügt worden ist. Doch, wer findet ja den Python? Ja, aber so war es vorhin auch. Der hat irgendwie nichts gezeigt, aber den Pip, wenn der Pip nicht da ist, findet er in der Regel die, also hat er die. Genau, da ist was. Pip ist irgendwas. Crank. Den Python könnte wahrscheinlich über AppData Local. Nee, Windows Apps. Da, ja, weiß man nicht. Vermutlich, also der ist irgendwo drin als Link. Kann es sein, dass man den Pip separat installieren muss? Das könnte noch sein. Ne? Mkdocs Python pip-version. Wie ist das eigentlich bei mir auf dem Rechner? Sind die Pfade auf Deutsch, also damit Benutzer- und Applikationsdaten und so weiter? Muss man das, kann man das irgendwo umstellen oder muss man dann quasi alle Pfade umschreiben? Na, das hängt einfach davon ab, in welcher Sprache dein Windows eingestellt ist quasi.
da würde ich nichts umschreiben, weil das alles im Hintergrund bei Windows gemacht wird. Okay. Hier ist ein pip3exe, pip-exe in Scripts. Okay, also da machen wir jetzt mal so einen kleinen Hack. Ich nehme jetzt mal den Pfad. Also er hat jetzt bei mir das Python installiert auf C. Programme Python 3.9 und dort in Scripts liegt das pip. Das heißt, ich gehe hier oben in den Pfad, rechte Maustaste, Adresse als Text kopieren. Dann gehe ich auf dieser PC, rechte Maustaste, Eigenschaften. Und dort müsste ich irgendwo, wo habe ich da die Umgebungsvariablen? Genau. Systemeigenschaften, Umgebungsvariablen, da wird der Pfad eingestellt. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich nichts zum live mitklicken, weil es ein bisschen schnell ist. Aber hier kann ich jetzt quasi neue Pfade mit reinschreiben. Na, da packe ich jetzt mal diesen Pfad zu Python rein und den Pfad zu Python/Scripts. Speichern. Zu. Dann muss man einmal die Kommandozeile wieder schließen, weil diese Pfadvariable nur am Anfang einmal eingelesen wird. So, und dann sage ich Python-Version. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber der pip ist da. So, also jetzt findet er quasi den Pfad zu dem pip und zu dem Python Installation Program. Weiß ich nicht, ob es so heißt. Na, und jetzt kann man dem sozusagen hier diesen Befehl braucht man eigentlich nur. Pip install mkdocs. Das heißt, ich gebe hier ein pip install mkdocs. Und man muss das Ganze aber über die Kommandozeile machen. Das geht nicht über die Graphics also User Interface. Man könnte irgendwie gucken, ob es für pip irgendwie auch so eine grafische Benutzeroberfläche gibt. Weiß ich aber nicht, ob es das gibt. Okay. Nee, ich habe mich eben nur gefragt, weil du dann immer wieder in Windows gesucht hast und jetzt für mich so als Laie stellte ich mir die Frage, warum suchst du das immer dort und gibst das dann wieder in der Eingabeaufforderung ein? Aber dann ist klar. Okay, ja. Danke. Genau, also der mkdocs, das installiert jetzt. Dann können wir hier mal noch gucken. Mkdocs, da gibt es verschiedene Themes, also verschiedene Darstellungen, wie die Webversion angezeigt wird. Ne? Wenn ihr jetzt das zum Beispiel mal seht, ne? Wie die mkdocs-Webseite ist und das vergleicht mit Lernos.org, ich gehe mal einfach auf eine Webversion drauf, nur mal gleich hier die erste, na, dann sieht man ja, dass das so ein bisschen anders aussieht vom Design. Ne? Also das ist Flat Design, also das Google Material Design ist ein bisschen aufgeräumter. Ja, und wir haben mal da jetzt quasi dieses Material for mkdocs als Theme ausgewählt. Das heißt, hier kann man zum Glück das einfach auch über pip installieren. Ne, mit pip install mkdocs material installiert er sich sozusagen auch dieses Material Theme noch mit. Der ist jetzt hier noch am Machen mit dem pip. Jetzt ist aber fertig. Dann schiebt man den gleich nach. Pip install mkdocs material. Das müsst ihr auch nur einmal machen am Anfang, danach ist es auf dem Rechner drauf. Da kann man ab und zu mal gucken, ob es neue Versionen gibt, aber da muss man das im Prinzip in der Regel nicht mehr anfassen. Genau, dann hat man hier das Calibre noch runtergeladen. Sage ich hier okay, das ist glaube ich schnell installiert, das braucht nicht lange. Ziehe das wieder runter. Lizenz akzeptieren. Als Admin bestätigen. Und dieses Design, dieses Material Design, das liegt dann sozusagen in der Library oder sowas von Python oder wie muss man sich das vorstellen? Genau. Also wenn du jetzt wissen wollen würdest, wo das genau liegt, das weiß ich gar nicht, wo das gespeichert wird. Das ist nicht so. Das ist mir einfach nur zu verstehen, was ich da tue. Das ist mir. Genau. Genau, also das wird irgendwo quasi bei den Python-Libraries mit abgelegt. Kann ich mal raussuchen, dann kann ich es in die Doku mit einfügen. Okay. So, jetzt schauen wir mal hier. Also Material ist installiert. Das heißt, das mache ich mal zu. Jetzt räumen wir mal so ein bisschen auf, weil jetzt haben wir im Prinzip außer dem Image Magic alles, was wir brauchen.
Die mache ich mal alle wieder zu. Die braucht man nicht, die braucht man nicht. So. Also im Prinzip sind wir jetzt hier einmal durch, bis auf diese eine Kleinigkeit. Das heißt, die E-Book-Konvertierung wird einen Fehler noch werfen. Das mache ich dann im Nachgang noch. Aber ich wollte euch jetzt noch zeigen, was wir damit anstellen können, weil die Idee war ja sozusagen, so einen Leitfaden mal zu hijacken. Also sprich, wir ändern die Farbe des Deckblatts. Wir sagen, der Leitfaden heißt nicht mehr LernOS-Leitfaden, sondern UnLernOS-Leitfaden und der Autor ist John Doe und dann wollen wir ihn quasi publizieren. Ja, und das probieren wir jetzt mal aus. Also ich gehe in Dokumente, GitHub, LernOS4U.de, da wo wir vorhin waren, Mac.bat. Die fasse ich jetzt einmal an und kommentiere die E-Book-Generierungszeilen aus, na, damit wir da keinen Fehler kriegen. Beziehungsweise ich mache das, ja doch, ich kommentiere es mal komplett aus. Das sind einfach, ich mache da Remarks draus, na, das heißt, die Befehle werden nicht ausgeführt. Da mache ich nachher, installiere ich noch das Image Magic, dann geht die auch. So, dann habe ich hier zwei Dateien. In dieser Metadaten-YAML-Datei, YAML steht für Yet Another Markup Language, also da werden einfach Parameter verwaltet. Ja, da steht jetzt zum Beispiel der Titel des Leitfadens, da mache ich jetzt ein UnLernOS draus, dann klaue ich quasi die Autorenschaft, John Doe, und dann sage ich, meine Deckblattfarbe soll nicht F60 orange sein, sondern RGB00FF00, also grün, speichert das ganze Ding ab, macht das wieder zu und ruft die Make-Datei auf. Hole euch die hier, dass ihr sie seht. Also jetzt macht er Word, jetzt macht er HTML. Da haben wir mit dem Pfad von MCAT-Docs auch noch ein Problem. Sehe ich gerade. So, mein Mic-Tech hat sich gerade jetzt nochmal gerührt. Da musste ich was bestätigen. Na, man sieht auch, ihr seht jetzt hier, da werden so .tech-Unterordner erzeugt, die aber, sobald das PDF fertig ist, wieder gelöscht werden. Also das ist jetzt ein Artefakt von diesem Ghost-Skript, was jetzt im Hintergrund erstmal Tech erzeugt und dann daraus PDF macht. Sage ich nur, dass er nicht erschreckt. Die verschwinden dann von alleine wieder. So, und wenn alles gut läuft, dann kriegen wir jetzt gleich ein PDF, hoffentlich mit den Änderungen. Und die würde ich dann noch per GitHub Desktop in das GitHub-Repo zurückschieben und fertig ist der Leitfaden-Hijack. War das jetzt sagen wir mal, das letzte Ende? War so ein bisschen schnell. Waren da irgendwie Sachen dabei, die, außer dass sie schnell waren, unverständlich waren? Es sind halt einfach mehrere Installationsschritte, die so hintereinander laufen. Ne? Das ist was ein bisschen komisch ist vielleicht, aber wie gesagt, man hat es nur beim allerersten Mal. So. Also ich muss sagen, mit dem Anchor Docs habe ich keine Ahnung, was ich da anfangen soll. Und bei den anderen Dingern weiß ich nicht, ob alles richtig installiert ist. Ja gut, man merkt es zum Glück immer relativ schnell, ob es richtig ist, weil man sieht, ob es am Ende geht oder nicht. Ne? Das ist quasi einfach der Check. Package, source and pro could not be installed. Please check the log file. Da. Major issue. Jetzt installiert er da was nach. Genau, das ist, glaube ich, nur die Fehlermeldung, dass er dass Paketquellen nicht aktualisiert sind, die man nur als Administrator aktualisieren kann. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Genau, was man machen kann, wenn man sich den Weg so ein bisschen vereinfachen will, so würde ich es auch in dem LernOS Template Leitfaden beschreiben. Man könnte sich in diesem Make-File erstmal alles auskommentieren, ne, wofür es zusätzliche Software braucht. Und so werden wir es wahrscheinlich auch ausliefern. Ne? In dem Moment, wo man zum Beispiel sagt, ich mache hier das PDF erstmal aus, das E-Book aus, die Webversion aus. Ne? Alles, was hier drüber ist, Word, HTML, kann nur Pandoc erzeugen. Ne? Das heißt, da hätte man dann das erste Erfolgserlebnis, nachdem man Pandoc und einfach nur Pandoc installiert hat. Ne? Und dann
würde ich so machen von den Übungen, dass man Schritt für Schritt quasi dann mehr installiert und sozusagen immer eine Version mehr bekommt und immer auch dieses Makefile editieren muss. Gute Idee. Hier irgendwie habe ich das Gefühl, dass der hier hängt. Wahrscheinlich die Kette mit dem PDF hat, kann er jetzt schon am Laufen, oder? Dass einer schneller ist als ich. No. Simon fast. ich habe gerade noch eine kurze Zwischenfrage. Wenn du dann die HTML-Version in Ordnung und so weiter bekommst, wie würdest du die dann online bringen? Also würdest du dir das selbst auf dem Server legen oder? Nee, ja, das kann ich mal zeigen. Ich schaue mal gerade, ob man das hier auch sieht. Also es gibt hier quasi in dem GitHub-Repository gibt es hier ein Verzeichnis Docs und da werden die Webversionen rein generiert. Also das ist quasi die Webversion. Und im GitHub Repository, da springe ich jetzt mal hin, GitHub.com. Das ist nämlich recht galant, weil man im Prinzip über dieses MK-Docs überhaupt nicht mehr separat Webversionen irgendwo hinlegen muss. Also ich springe hier mal rein. Na, dann siehst du hier diesen Unterordner Docs. Und man kann hier in jedem Repository über die Settings einstellen. Ein bisschen nach unten. Ich glaube, jemand hat vorhin schon GitHub Pages gesagt. Yeah. GitHub Pages ist der Mechanismus, um quasi Webseiten auszuliefern. Na, und hier drin kann ich einstellen, was ist die Quelle, um eine Webseite auszuliefern aus dem Repository. Na, und da kann man halt die Branches auswählen und kann dann sagen, nimm das Docs Repository, um daraus die Webseite zu machen. Also das heißt, das, was wir hier sehen. Das heißt, es ist einfach nur ein Redirect auf die GitHub-Page. Genau, also jetzt hier drauf gehen, ne, siehst du, das ist quasi GitHub-Page, learners4u.de/de, das ist einfach der Folder in dem Docs-Verzeichnis. Und das wird alles von der Make-Datei mit generiert. Mhm. So, und es sieht so aus, als ob die auch durchgelaufen ist. Also jetzt springe ich dann nochmal zurück, GitHub-learners4u.de. Und ich habe ein PDF und hoffentlich ist es grün. Ah, ich habe keinen PDF-Reader. Firefox kann PDF. Ist der. Ha. Das sieht mir sehr grün aus. Das ganze Ding heißt OneLearnOS und ist von John Doe geschrieben. Ja, also wir haben ihn quasi gehijackt. Der Rest ist gleich geblieben. Wir können jetzt auch Logo austauschen und so weiter. Ja, und wenn ich jetzt hier quasi in mein GitHub Desktop gehe, dann zeigt er mir an, was sich alles geändert hat. Ne? Gelb heißt geändert, rot heißt ist weg, grün heißt ist dazugekommen. Ne? Und jetzt könnte ich sagen, wenn ich das jetzt in meinem Repository haben will, gebe ich hier ein changed author and title and color meinetwegen. Das ist auch eine eigene Wissenschaft, kann man mal googeln, wie man gute Commit-Messages schreibt, dass man hinterher noch weiß, was man wann gemacht hat. Die Regel ist eigentlich immer so oft wie möglich committen, dass Änderungen detailliert nachvollziehbar sind. Also nicht zwei Tage an was arbeiten in 12 verschiedenen Kapiteln und dann committen, sondern eben möglichst oft. Also ich habe jetzt das committed. Im Moment liegt die Änderung noch auf meinem Rechner. No, jetzt sage ich hier einmal push origin. Das heißt, dann werden die Commits, die ich gemacht habe, auf mein Origin Remote, also auf das Repository gepusht, was online ist. Hier oben sieht man, dreht das Rad, das ist jetzt ein kleines Repository, das geht recht schnell. Und wenn ich dann quasi in das GitHub-Repository mal gehe, Moment, ich sehe immer meine Leiste nicht, weil da genau der Teams-Bildschirmteilen-Ding sie davor ist. Also gehen wir hier in GitHub.com. Dachte ich jetzt schon offen gehabt. Gehe in meine Repositories, Learners for You,
Na, dann sieht man hier schon bei den Ordnern, da, das ist der Ort, wo die Commit-Message auftaucht. Also hier steht drin, Change Author and Title and Color. Na, und wenn ich jetzt zum Beispiel reingehe, finde ich dort die PDF-Version. Und wenn ich die jetzt hier aufmache, dann ist das quasi die grüne Version mit UnlearnOS und von John Doe. Also das ist quasi jetzt komplett einmal der Cycle durchlaufen. Und wenn ich jetzt sagen würde, hier Simon, du hast den Leitfaden gar nicht geschrieben, ich habe ihn geschrieben, könnte ich jetzt einen Pull-Request stellen und dann würde ich eine Benachrichtigung kriegen und könnte dann die Änderungen sogar in mein Repository übernehmen. Also das heißt, wir haben die Schleife einmal durch bis hier unten mit der einzigen kleinen Geschichte noch, dass wir hier den ausgelassen haben. Also die E-Book-Version wird noch nicht mit installiert. Aber ich würde sagen, in Anbetracht der Tatsache, dass wir schon ein bisschen drüber sind, glaubt ihr mir, dass das funktionieren würde? Außer ihr sagt, ihr wollt es noch sehen, dann machen wir es noch schnell, dann brauchen wir halt noch mal 10 Minuten oder so. Oder wer noch will, kann, dass wir es auf der Aufzeichnung haben. Und wer sagt jetzt, weiß ich, kann es mir vorstellen, wie es läuft, ich springe raus, können wir jetzt so eine Sollbruchstelle machen. Ich würde mich ausklingen. Ja, alles klar. Mega cool. Ich finde es vor allen Dingen immer dann spannend. Ich meine, ich konnte das so halbwegs nachvollziehen, muss dann wahrscheinlich nachbauen. Nochmal. Aber ich finde das dann mega spannend, wenn du einfach so durch Coding und sowas dann am Ende da was Grünes, eine grüne Version an LernOS statt von Joe Doe rauskommt. Ich wollte jetzt auch mal komplett auf Video haben, weil das eigentlich der Use Case ist, wenn jetzt eine Firma sagt, was weiß ich, Podcasting Guide ist nett, aber Audacity darf man bei uns nicht und irgendwie Adobe Audition darf man und dann hätte ich aber gerne den Link noch drin, wo man das Audition dann buchen kann und außerdem heißt es bei uns Volkswagen Podcasting Guide. Na, dann sind das eigentlich genau die Schritte, die ich brauche. Ne? Dann könnte ich jetzt in Typora einfach noch die Kapitel für die Audioeditoren, die ich nicht brauche, löschen und meine Info dazu schreiben und hätte da quasi in relativ überschaubarer Zeit quasi eine fertige Version für mein Intranet oder PDF, was ich irgendwo hochladen kann oder so. Ne? Und die denkt, das ist das, weswegen ich auch die Session gemacht habe, um den Leuten ein bisschen die Angst zu nehmen und in diesem Content-as-Code-Ansatz, also das ist ja, was wir machen, ne? Wir verwenden eigentlich Markdown-Code, um Content zu produzieren hinten, um da mal zu zeigen, klar, das sind jetzt mehr Schritte, als wenn ich ein Word-Dokument ändere, aber eben auch nicht so viele, als dass ich das in einem Tag nicht irgendwie hinbekomme, mich da reinzufuchsen. Genau. Stefan schüttelt mit dem Kopf. Ja, ich finde es halt beeindruckend, weil ich meine, von der Logik her ist es halt nachvollziehbar und du baust halt da einfach eine Publishing-Infrastruktur auf. Und wenn man sie halt einmal hat, dann hat man das Leben sehr, sehr viel einfacher. Ja. Das ist halt der Punkt. Ne? Wenn ich jetzt quasi nicht einen nackten Windows-Rechner hier hätte, sondern meinen, ich schreibe halt nur noch am Content, mache einen Doppelklick auf Mac und das war's. Ne? Weil die ganzen Schmerzen sozusagen, durch die ich jetzt durch bin mit euch, muss ich ja nicht mehr gehen und müsst ihr auch nicht mehr gehen, wenn ihr es quasi einmal installiert habt. Ne? Dann ist das vorbei. Also ich tue mal hier im Hintergrund noch so ein bisschen weiterklicken und dieses Image Magic installieren und so. Wie gesagt, wer sagt, im Reiz, der kann es gerne raus. Wer noch Fragen hat, kann gerne noch da bleiben und wer es noch bis zum Ende sehen will, kann auch noch da bleiben. Wie stabil ist denn so aus deiner Erfahrung dann diese Umgebung? Muss man da dann viel updaten? Ja, ich würde fast die Frage erweitern und sagen, muss oder sollte man viel updaten? Also man muss immer im Blick haben, was weiß ich zum Beispiel bei MK-Docs, ne, mit welchen Versionen von MK-Docs Material spielt es zusammen. Also ich sag mal, in der idealen Welt würden wir irgendwann dann mal eine Dokumentation bereitstellen, wo wir sagen, auf Linux, Windows, Mac, mit den Versionen ist es getestet und geht. Und wenn ihr bei allem auf der neuesten Version seid, müsst ihr ausprobieren. Na, weil das halt klar, da sind jetzt viele Abhängigkeiten drin. Wir versuchen das so zu machen, dass es so robust wie möglich ist, aber da muss man immer schauen, welche Version installiert hat. Ich hatte das schon mit Pandoc, dass zum Beispiel dieses Eisvogel-Template mit einem ganz neuen Pandoc nicht ging. Na, und dann muss man da zur Not wieder zurück auf eine alte Version. Mhm. Sowas kann passieren. Okay. Also ich habe jetzt hier mal das Image Magic installiert, kommentiere das wieder rein, dass die E-Books auch generiert werden. Jetzt gehen wir hier mal, starten wir den nochmal.
MK-Docs. Warum hat der denn, das verstehe ich auch nicht, warum der den Pfad und der den nicht findet. Hattest du, Bene, hattest du das schon installiert? Welches jetzt? MK-Docs? Nee. Weil da gibt es keine Datei zum Runterladen, sondern da muss man irgendwie mit PIP und ich weiß nicht, ich komme da überhaupt nicht zurecht. Na genau, mit PIP, das ist dieser Python-Installer, genau. Aber ich muss erst irgendwas runterladen oder doch nicht? Oder ich Na, du brauchst einmal, hier, da ist dieser Befehl, du brauchst einmal quasi, muss dieser PIP funktionieren, also dass du auf der, hier oben steht es, wenn du PIP --version eingibst, mach das mal gerade, cmd, hier ist ein Fenster, PIP --version, dann muss sowas hier kommen. Nee, PIP, da kommt eine Version. Hier schon mal, PIP ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden. Genau. Und hast du, gibt es bei dir das Python? Schau mal unter dieser PCC-Programme. Gibt es da ein Python 3.9? Also Python habe ich schon öffnen können auch, ja. Dieser PC, dann C-Doppelpunkt, Programme, Python 3.9. Liegt gleich neben Pandoc. Nee, ist da nicht. Aber. Ja, dann hast du wahrscheinlich das gleiche gemacht wie ich vorhin. Du hast das Python für dich als lokalen Benutzer installiert und nicht für alle. Da musst du wahrscheinlich die Python-Installation nochmal ausführen. Ich habe es vorhin einmal nochmal deinstalliert, nochmal neu installiert und dann eingestellt, dass es für alle installiert, weil wenn du es nur für dich machst, dann landet es immer in User, Benedict, Application, irgendwas. Und das wird, glaube ich, nicht in den Pfad mit reingenommen. Okay, ich deinstalliere gerade. Genau. So, ich schmeiß mal hier die alten Tech-Dinge raus. Ne? Ihr seht jetzt hier, bei mir ist jetzt die Generierung einmal durchgelaufen. Ich habe jetzt hier ein EPUB und ein MOBI-File zusätzlich. Das sind E-Book-Versionen. Wir müssten eigentlich, ich klicke das mal doppel, dann müsste mir hier eigentlich das Calibre anbieten. Moment, Calibre, E-Book-Management. Okay, jetzt hat es registriert als Ding. So, also machen wir mal Doppelklick auf dem EPUB. Der Calibre E-Book Viewer. Der geht irgendwie ganz, ganz gruselig in der Hälfte meines oberen Bildschirms auf. Okay, so. Na, ihr seht jetzt hier, der hat ein Buch importiert. Ja, unter Kurzanleitung steht schon. Achso, er hat es noch nicht importiert. Dann machen wir das mal so. Ich ziehe hier in den Calibre das EPUB rüber. Na, und jetzt hat man hier quasi im EPUB Manager den grünen John Doe hier und ich kann ihn hier mit Doppelklick öffnen und lesen. Also das EPUB-Format passt. Hier oben steht EPUB. Na, und was ich auch machen kann, ich kann mir die. Jeder Kindle Reader hat eine E-Mail-Adresse und ich kann einfach mit Outlook die Datei MOBI nehmen, attache die an eine E-Mail und schicke mir die an meine Kindle-Adresse und habe die dann quasi auf dem iPad oder auf dem iPhone im Kindle. Also das ist so der Weg. Was ist der Unterschied? Weil du kannst ja doch auch eine PDF an Kindle schicken. Ja, aber das ist das Problem mit PDF ist, dass der die Schriften und so dann nicht skaliert. Also dann kriegst du wirklich die ganze DIN A4-Seite, ne, weil ich lese oft, was weiß ich lese abends noch auf dem iPad und dann sitze ich im Zug, habe nur das iPhone dabei, dann lese ich hier weiter. Mhm. Ne, und dann kann er dir quasi die ganzen Seiten umrendern, Schriften größer machen, okay. Was er im PDF nicht macht. Genau. Genau, also das heißt, den E-Book-Teil haben wir auch. Dann haben wir jetzt eigentlich nur noch das Problem, dass irgendwie die Web-Version nicht richtig erzeugt wird. Das weiß ich jetzt. Dann müssen wir nochmal gucken, was da die Fehlermeldung war, die da kam.
Das ist, was man im, da hier MK-Docs ist, entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden. Genau, da müssen wir hier mal gucken, diese Datei. Wo war das auch? Programme? Liegt das dann in Python oder wo liegt denn dieses? Liegt das in Scripts? Nein, da liegt der Pip. Schauen wir nochmal auf deren Webseite. Wo da dieser Pfad, da was steht, wo der Pfad ist. Sites Packages, Installing Python, mkdocs --version. So kann man checken, ob es da ist. Das wird wahrscheinlich hier nicht funktionieren. Genau, das ist eh das Gleiche. Jetzt kann man mal schauen, was der hier für einen Pfad hat. Nose Path Configuration Don't install in MkDocs. Im allerersten sogar was war? Im allerersten Treffer, da steht nämlich Edit your path und so weiter. Make sure that edit. If you install Python, I want to be sure I have Python edit. Your path, genau, das ist für Python, das hat man ja vorhin als Fehler, deswegen musste ich es mit der Hand machen. Jetzt könnte man nochmal gucken, ich mache einfach nochmal pip install docs. Mal schauen, was er da sagt, ist already installed. Aber den Pfad hat er nicht. Jetzt können wir mal Brute Force schauen, ich gehe einfach mal auf C. Und suche nach MK-Docs. Vielleicht findet man da was. Das kann jetzt natürlich eine Weile dauern. Und eigentlich muss es in C muss es eine Exe sein. Ne? MK-Docs.exe Windows. Vielleicht findet man da was. Das ist wieder die Doku. Don't install. Windows Python pip version install pip show mkdocs zeigt angeblich an, wo das liegt. Pip show mkdocs name mkdocs, da haben wir es. Okay, das hat er das hat er jetzt zu mir hier installiert. Da sieht man es, ne? Location C. So, also dann gucken wir mal, ob es da auch wirklich liegt. Bearbeiten. MK-Docs, da ist es. Aber das ist ja fies. Liegt dann hier auch, wo liegen da dann die Ausführbaren? MK-Docs Material Commands. Na, da will man nicht reinfassen. Seems Utilities. Ja, das ist schon das Main, weil das PY wird dann ja automatisch, das holt den Python dann ran, ne, den Interpreter. Das ist tückisch, das ist kein Executable. Aber du kannst ja hier quasi, wenn ich hier... Na, stimmt, ja, nee, du hast recht, Quatsch. Als Befehl MK-Docs angeht, dann müsste irgendwie, schauen wir die einmal nochmal systematisch durch. Hier hätte ich es vermutet, ne, in Commands. Config wäre Quatsch. Contrib Structures Template Tests wäre super Quatsch. Themes Utils. Okay, und wenn ich hier eins hochgehe, Click Future Jinja Joplin Luna Markdown. Da gibt es zwar nochmal. Das ist die Material Extension. Das ist der, jetzt wissen wir aber zumindest schon mal auch, wo die liegen. Jetzt bist du auf den Verzeichnissen. Vielleicht gibt es ganz unten noch Access. Ja, da war ich gerade. Da gibt es diese eine. Okay, sorry.
Ich hatte jetzt gehofft, dass es hier irgendwo nochmal so ein Bin oder sowas gibt, ne? Gibt es aber nicht. Und hier in Python 3.9, Python, da gibt es auch nichts. Und in C, dass er das vielleicht hier in, Moment, Programme, Python 3.9, wo war das vorhin? Scripts, ne? Pip, ne, da ist auch nichts. Spannend. So eine schlaue Ideen gefragt. Mal schauen, ob das hier irgendwo weitergeht. Pip freeze. Command is not installed. C-Window. Ah, okay. Da schreibt zwar einer Russisch, aber der hat, glaube ich, das gleiche Problem. nothing. This is normal Python behavior on Windows. Updated document issue. Python minus M pip install mkdocs. Okay, also probieren wir das nochmal. Python minus M pip install mkdocs. Was war das andere? Python minus M mkdocs. Paradox wurde trotzdem nicht gefunden. Ja, man könnte jetzt in der Command-Line wahrscheinlich Python-M mkdocs und dann... Ja, also er sagt ja hier Descripts. Also eigentlich ist das Scripts-Verzeichnis, wo die Sachen drin liegen. Und dementsprechend waren wir hier schon an der richtigen Stelle. Aber hier ist es nicht und bei mir... Bei mir ist es auch nicht Package. Da sind wir auch schon am Ende. Also ich denke, als Quick Hack könntest du jetzt wirklich in der Batch des Python-M und vors mkdocs schreiben und dann wird es wahrscheinlich gehen. Du meinst, warte. Dass der den direkt holt. Im Pfad, ne? Ja, ja. Eine Sekunde. Make but. Edit. So, das heißt, das brauchen wir bei der Webversion. Du meinst hier ist sowas, Python-M mkdocs build, ne? So. Ja. Hacks sind immer gut. Schauen wir mal. HTML-Version. Ah! Jetzt läuft, also hier ist jetzt die Webversion durchgelaufen. Wenn das so wäre, dann wäre das sogar der sicherere Weg wahrscheinlich in dem Make-File, das immer so zu machen, ne? Unmöglich. Das können wir sogar schon testen. Moment. Das ist witzig. Irgendein geheimnisvoller Mechanismus holt den Python dann nämlich her beim mkdocs. Und das ist nichts anderes als ein Wrapper, der den Python nochmal anwirft. Genau. Das mkdocs hat die schöne Eigenschaft, dass es lokal auch einen Webserver aufmachen kann, auf dem es quasi zeigt, was es generiert hat, weil sonst müsste ich ja immer erst die Sachen auf GitHub pushen. Also wir können jetzt mal, ich springe mal hier hin. Moment, da will ich nicht hin. Da will ich hin, Adresse als Text kopieren. Da sind wir. So, und jetzt müssten wir eigentlich mit Python, was war das? Minus M mkdocs. Surf. Das scheint aber nicht zu funktionieren, weil da kriegt man normalerweise einen Webserver auf Localhost. Ach, tausend. Ihr Lieben, ich muss raus. Ja, genau. Also, okay. Wir werden jetzt auch gleich Schluss machen. Das versuche ich noch rauszufinden und dann würde ich das einfach in der Doku unten mit dazu schreiben, was da das Problem war. Gut. Genau. Danke. Ganz lieben Dank. Ich muss auch leider verschwinden. Alles klar. Ciao. Stefan, ich habe gesehen, du hast gerade was gefragt, warst aber gemutet. Ich halte mal die Aufnahme an und dann können wir weiterreden. Macht's gut. Bis dann. Ja. Genau. Ich hatte im Wagen.